Hi Freunde, Servus. Ich bin der Renton. Wir spielen Red Dead Redemption weiter. Und wir haben neue Ziele. Und zwar haben wir hier einmal Luisa Fortuna und einmal DeSanta. Und ich schlage vor, dass wir zu DeSanta gehen. Ich werde ein Stück weit reiten, einfach um zu gucken, ob hier noch Fremdenmissionen sind, die hier in der Nähe vielleicht auftauchen werden. Pferd, bleib hier. Pferdiger Heinz. Schauen wir mal, hoffen wir's Beste. Boah, das Pferd hier sieht aber abgemagert aus. Leck mich am Arsch. Ich wollte ja demnächst ein mexikanisches Pferd holen oder dieses Pferd hier mexikanisch benennen. Deswegen schickt mir bitte mexikanische Pferdenamen. Sobald ich Namen hab und im Anschluss wieder aufnehmen, weil ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich die hier am Stück gerade aufnehme. Werde ich mein Pferd umbenennen? Uiuiui. Kein Problem, Junge, kein Problem. Ich nehme aber noch das. Du wirst immer berühmter. Suchtrupps, Kopfgeldjäger und andere Verfolger warten nun zweimal so lange, bevor sie dich verfolgen. Danke. Danke, danke. Ich bin halt doch ein Guter, ne? Früher, in meinem früheren Leben war ich böse. Und jetzt bin ich gut. Der gute Johnny Marston. Wo haben wir noch Wolfsfleisch hier? Mein Pferd dreht durch. Läuft's einfach drüber. Läuft's einfach drüber. Das gibt ja nicht. Ein bisschen Wolfspelz und Wolfsfleisch nehme ich mir hier noch mit. Und dann gehe ich weiter. Ich könnte auch gerade mal schnell ins Journal schauen. Herausforderungen. Meisterjäger, erlege 5 Wölfe mit einem Nahkampfmesser und heute 5 Wölfe. Okay. Ich müsste sie mit dem Messer killen. Gut. Was soll's? Ich würde fast sagen, dass ich diese Herausforderungen irgendwann auch in einem Extra-Part mache, so wie die Minigames, wenn ihr daran Interesse habt. Wenn ihr kein Interesse dran habt, würde ich mir die Mühe gar nicht machen. Sage ich ganz ehrlich, also von daher könnt ihr mir auch gern kommentieren, ob ihr diese Herausforderungen gerne nochmal extra sehen würdet oder eben nicht. Beim Schatzsuchen wird's ekelhaft. Also da schaue ich mir vorher, würde ich mir dann Videos anschauen, wo die Schätze vergraben sind und es euch zeigen. Ich kann ja mal schnell... Lass mein Pferd! Lass mein Pferd! Lass mein Pferd! Ja! Einer! Weg! 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 Zwei! doch. Ich habe schon gedacht, ich kann es nicht mehr häuten. Oh, das war hart. Ich glaube, da gehört auch zu einer Mission, einen Grizzlybär mit dem Messer zu töten. Und das war asozial. Aber machbar. Aber machbar. Oder war das ein... Oh, da ist ein weiterer Wolf. Ich habe gesagt, ich mache es in einem extra Video. Aber wenn da jetzt schon Wölfe kommen, warum nicht? Warum nicht? Ja, willst du Trouble? Willst du Trouble? Komm her. Komm her, du Kackwolf. Ja! Ja! Erledigt. Also, 3 von 5 haben wir. Und vorhin habe ich ja schon Wölfe gehäutet. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich den Wolf häuten muss, den man getötet hat. Oder ob es reicht, wenn man die Wölfe ganz normal häutet. So, gehen wir auf die Winchester zurück. Die Gürteltiere lasse ich jetzt mal am Leben, falls ich jetzt tatsächlich noch Wölfe sehe. Ich guck schon. Dann hole ich die auch mit dem Messer. Sieht aber gerade nicht danach aus. Okay. Vollkommen in Ordnung für mich. Ja, ich genieße einfach mal hier die Welt. Guck noch kurz ins Journal für die Scharfschützen. Hä? Scharfschütze, erledige innerhalb ein Dead-Eye-Anzeige 2 verschiedene Arten von Tieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da auch
verschiedene Arten sind wahrscheinlich, nee, kein Bock jetzt auf die Scheiße. Also zwei Arten sind wohl Vögel und Tiere, die auf dem Land leben, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Flugtiere und keine Flugtiere. Jetzt will ich mich gerade mal umschauen, ob ich irgendwas sehe, wenn wir schon dabei sind. Komm. Wenn wir schon eh hier auf dem Weg sind. Wenn mir was auffällt, gucke ich, dass ich es hinkriege. Wenn nicht, dann nicht. Aber hier erscheint gerade gar kein Tier mehr. Ne? Nö. Doch, hier. Eins. Zwei. Hat nicht gereicht. Oh. Hab kein Dead Eye mehr. Komm her, du Wolf. Ja! Meisterjäger. Was ist das nächste? Was ist das nächste? Was ist das nächste? Was ist das nächste? Heute 5 Wildschweine und 3 Gürteltiere. Okay. Halt nur blöd, dass mir die Gürteltiere jetzt vorhin in Ruhe gelassen haben. Komm her, fertiger Heinz. Hopp, 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 hopp. Nehmen wir mal die Winchester schnell. Ist hier noch ein anderes Tier außer die Vögel? Da unten. Und einer. Zwei. Drei. So, Scharfschütze Level 5. Ich würde behaupten, das war's mit Scharfschütze. Hey, Level 6. Schieße 2 verschiedene Personen die Kopfbedeckung vom Hut. Okay. Okay, das erübrigt sich wahrscheinlich in den Missionen, also leg ich demnächst mehr Wert drauf, Hüte wegzufetzen. Mit ihm erhöht sich das Dead Eye. Okay, das ist super. Das ist super. Nur habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob das das Outfit ist, was ich jetzt schon habe. Oder nicht. Gürteltiere habe ich, glaube ich, sogar schon 2 gehäutet, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir brauchen Wildschweine. Warten wir mal ab. Ich könnte jetzt... Ich versuch's mal, komm, scheiß drauf. Oh, ich habe kein Dead Eye mehr. Dann mache ich das auch lieber nicht. Und reite weiter zum DeSanta. Denn bei DeSanta wird's interessanter. Hier scheint nicht mehr so viel los zu sein, ne? Also was Nebenmissionen oder Aktivitäten gerade betrifft. Ist aber auch nicht so schlimm, so trainiere ich mein Pferd. Mein pferdigen Heinz. Bekannt durch schwarzen Arsch und weißen Schwanz. Der pferdige Heinz. Hey du. Schau mich gerade noch so ein bisschen um. Wird mein Dead Eye gefüllt, wenn ich Vögel abknall? Das sah, glaube ich, nicht so aus, oder? Ne. Also tatsächlich nur bei Personen ohne Dead Eye Hilfe. Oder nach einer Zeit sogar. Achten wir nochmal drauf. Ne. Sah, glaube ich, eventuell bin ich auch zu langsam und die Meta-Anzeige fühlt sich zu gering, dass es mir jetzt auffallen wird. Scheiß drauf. Oh. Kann ich gleichzeitig reiten und trinken? Muss mir mal... Hier.
Ich bleib lieber stehen, bevor mein Pferd wieder stirbt. Bevor ich es wieder kaputt mache. Rio del Toro. Schön. Schönes Rio del Toro. Toro. Schönes Rio del Toro. Schönes Rio del Toro. Toro. Ah. Okay, Punta Ogulo. Der hat einen Hut. Ha. Ha. War ein bisschen zu viel des Guten. Und es hat natürlich nicht gezählt. Das heißt, ich suche nach Sombreros. Nicht normalen Hüten. Sombreros sollten es sein. Nein. Nee, ich könnte es mal versuchen. Hey! Ah, der schießt immer noch auf mich. Oh, mein Kopfgeld steigt. Oh Gott, jetzt sind die Cops hinter mir her. Ah, das war blöd. Mein Pferd! Ich hätte echt bei Sombreros bleiben sollen, so wie ich es gesagt habe, gell? Ah, was Kopfgeld. Beziehungsweise das Wanted. Müsste doch jetzt mal langsam runtergehen, komm schon. Jetzt kommen die Nächsten hinter mir her, oder was? Glaub, bevor ich... Wisst ihr was? Ich setze das Halstuch an. Boah, ne, jetzt bin ich hier mittendrin. Während die mich suchen. Ich will das Halstuch anziehen, bevor ich hier noch weitere Hüte zerdeppe. Depper, depper. Wie sieht's denn aus mit der Mission? Muss doch hier irgendwo sein. Oder kann ich sie nicht annehmen, während ich gesucht werde, oder? Das ist natürlich blöd. Das ist blöd. Was machen wir dann? Was machen wir? Oh Gott, Pferd, fall nicht wieder darunter. Ich gehe hier runter. Aus dem roten Kreis. Und hoffe, dass die Wanted-Anzeige von alleine verschwindet. Bitte. Na? Mach jetzt. Guck mal hier, die Effekte von der Hitze. Hammer, oder? Das ist schön. Oh, weißt du was? Ich ergebe mich. Das wird mir jetzt zu blöd. Ich ergebe mich, dann ist es auch rum, dann ist es vorbei. Piu. Kommt her. Ich ergebe mich freiwillig. Am Arsch. Ja.
190 fucking Dollar. Geschafft. Ja, ich wollte es jetzt nicht gewinnen lassen. Das, ne. Nicht mit mir. Aber ich versuche, dass ich demnächst weniger Scheißdreck baue. Das wäre gut. Lalala, da-da-da, Muchacho. Hopp. Ach, dann lass es halt bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Mission von Desanta, die da heißt Der Dämon Trunkenheit. Eres llorón, maricón. Me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablo es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. A friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traiste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now, you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. Follow me. We must hurry. Que será, será. Let's go. The Renton will be. Was? Ja, er sagt, wir müssen uns beeilen. Bleibt da stehen. Begleite Desanta. He certainly lives up to his reputation. Oh, my notes. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. It is easy to criticize power when you have never had it yourself. Maybe it is because you have never been in the presence of a strong man before. I have seen the pictures of your country in the newspapers. Men preening and decorating themselves like women. Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying. That's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because
He knows the situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in any case, you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance and is impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you? Come on, I will race you there. Oh, wir trennen. Alles klar. Das Problem ist, dass ich nicht so viel Ausdauer habe auf meinem Pferd. So. Das macht die Sache ein bisschen interessanter. Der Esel war geil, ey. Leck mich am Arsch. So, ich will ein bisschen Ausdauer zurück, danke. Weiter, 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 weiter. So, bloß nicht in den roten Bereich kommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann müssen wir hier hoch, okay. Hier rüber, okay. Leiste. Leiste befühlen, okay. Oh. Oh, schön die Kurve genommen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, geschafft. Natürlich habe ich es geschafft. Was passiert jetzt? Santa, ¿por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? Octavio, por favor. Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Achtung. Durchsuche den Ort nach Rebellen. Da sind sie auch schon. Bam. Halt! Ich glaube, es hat nicht gezählt für den Sombrero. Oben hockt einer, ne? Ich glaube, das war auch ein sauberer Headshot. Wir sind im Haus! Oh Gott! Ich hab mich nicht. Na? Jetzt ist er weg. Gott sei Dank, ey. Ah, geh mir aus dem Licht. Danke. Wow, 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 wow. Alter, alter, alter. Ich nehme die Winchester. Und regel den Rest von hier oben. Das ist ein Tapasier. Das war zu arg. Oh, das sah böse aus. So, der letzte muss hier im Haus sein, glaube ich. Oh Gott, ja. Ja! Ich hab's geschafft. Und das ohne Dead Eye. Sehr schön. Versammeln wir uns. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos! Buen trabajo! Oh geil, ich glaube, ich krieg jetzt die Molotov-Cocktails. Und damit kann ich euch was Geiles zeigen. Was sehr Geiles.
you waiting for? Burn it down! So, hier. Feuerflasche. Okay. Look out! Fire! Nummer 1. Ich stehe ja eigentlich nicht so drauf, Häuser abzufackeln, aber was muss, das muss, ne? Bisschen Munition noch mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Und zack, Zerr abgemacht. Okay. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Das ist schon ein bisschen assi. Also sowas mag ich eigentlich nett, aber es gehört halt dazu. Wo waren denn die Feuerflaschen? Hier, ne? Kann ich da noch welche mitnehmen? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Ja, du bist mein Pferd. Jetzt suchen wir uns einen Vogel. Richtung Desanta möchte ich gern. Und sobald ich einen Vogel an der Luft sehe, versuche ich was nachzustellen, was ich in der GIF mal gesehen habe, was ich extrem geil fand. Ich hoffe, dass das möglich ist. Jetzt erscheint natürlich kein Vogel. Ist ja klar. Ja, da. Na? Nee? Muss ich vielleicht so auswählen? Ah, ich habe jetzt kein Dead Eye mehr. Es ist möglich, dass der Molotow-Cocktail wie eine Zielsuchrakete auf Vögel fliegt. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie es funktioniert. Aber es gibt die Möglichkeit. Ich guck mal nach, ob ich es rausfinde und dann zeige ich euch das. Reit mal weiter zu Desanta. Und werden in dem Kaff vorher, werden wir speichern. Deswegen setze ich meine Route direkt hier hin. Und dann beenden wir diesen Part. Falls ich die Woche noch zum Aufnehmen komme, gibt es mehr Parts von Red Dead Redemption in dieser Woche. Falls nicht, dann leider nicht. Aber ich muss hier langsam Schluss machen, weil ich würde gern noch The Final Station für euch aufnehmen. Würde mich freuen, wenn ich das Projekt dann auch demnächst fertig bekomme. Let's go. Meine, wir hatten jetzt auch zwei relativ lange Parts die Woche und jetzt einen, der, glaube ich, normale Länge hat, so 20, 30 Minuten. Ne? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die immer noch hier dabei sind und sich das anschauen. Freut mich riesig, echt jetzt. Vielen Dank. Ohne euch würde es nur halb so viel Spaß machen. Anbinden, genau. Meh, meh, meh. Geht das überhaupt, dass ich, probieren wir es mal kurz aus. Nee, ich hab'n Kopf ge... Nein! Ich stell mich. Hier. Ich bleib ruhig stehen. Nimm mich fest. Oder fetz mich um. Tod. Leck mich doch am Arsch. Ist mein Kopfgeld jetzt weg? Wenigstens. Das gefällt denen wohl nicht so, wenn ich die Ziegen aus dem Dorf abknall. Was soll denn das? Ist doch kein Problem. Oh, gerade mal strecken. Oh. Eieiei. Was sagt denn die Uhr? Okay. Ist das mein Zimmer? Ja, hier kann ich speichern. Freunde, nochmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part oder in einem anderen Video. Whatever. Bis dann. Ciao.